So ihr Lieben, wir machen hier einen ganz kleinen Zwischenstopp. Wir können aber nicht lange stehen bleiben, da der Parkplatz nicht für unser Fahrzeug ausgelegt ist. Hier sind die ganzen Händler. Wir sind hier oberhalb von Florenz. Schaut euch das an. Einmal quer durch Florenz gefahren und jetzt hier können wir zumindest mal über die Stadt hinwegschauen, schöne Fotos machen. Ja, hallo, wir melden uns von einem neuen Campingplatz und zwar dem Campingplatz, der nennt sich San Giusto. Ich zeige euch gleich mal, wo der ist. Das muss ich euch echt auf Google Maps zeigen, weil das nicht so ganz klar ist. So, ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Und zwar hier ist Florenz. Da ist Empoli, das ist so ein bisschen eine größere Stadt noch, und von der aus, also wir sind ja durch Florenz gefahren, rüber nach Empoli, und jetzt sind wir hier, wo der Punkt ist da, das ist hier mitten auf dem Berg, also ganz oben auf der Spitze, und da gibt es hier diesen schicken kleinen Campingplatz, Camping San Giusto. Ja, so stehen wir hier auf diesem urigen Platz. Wenn jetzt die Bäume da weg wären, da hätten wir auch noch einen Bombenausblick. Ja, das Tal ist riesig. Wir sind ja ganz oben auf dem Berg. Leider haben wir das Glück natürlich nicht. Ja, Toiletten sind, ja, die sind in Ordnung. Ja, also hier gibt es Duschen und Toiletten. Also wie jetzt ist nicht bezeichnet zwischen Männlein, Weiblein, sondern hier ist zu. Nee, da ist nicht zu. Muss nur aufmachen. So, das ist eben halt alt, aber es ist sauber. Ne? Ein Waschbecken, ein Spiegel, eine Toilette. Ne? Die Duschen gehen via so eine Art Notschalter. Da kann man leider nichts einstellen, aber da ist ordentlich Dampf drauf. Ja? Also kann man schon ordentlich duschen hier. Gut, dann gehen wir mal weiter runter. Ja, genau. Nicht vergessen. Hinter dem Häuschen mit den Duschen gibt es hier noch die Waschstation. Ja, das ist halt Toskana-mäßig. Das ist ja auch viel draußen. Ja. Man hat überall Strom am Platz. Wasser tanken oder so, weiß ich jetzt gerade nicht. Oder Ablass. Müssen wir mal schauen. Ja, wir schauen einfach mal drüber über den Platz. Wir wissen es auch noch nicht. Ja, hier kann man so Mobile Homes mieten. Und es gibt einen Grillplatz, hier habe ich gesehen. Eine Tischtennisplatte und hier sind wir auch schon von am Minimarkt, Restaurant, Rezeption, das ist alles so ein bisschen eins. Das ist so ein Familienbetrieb, Bar, Restaurante und ja, ist halt schön urig klein. Brötchen kann man bestellen, wenn wir es jetzt ganz richtig mitbekommen haben. Gegenüber vom Pool haben wir nochmal Duschen gefunden. Die Mama schaut mal, ob das hier genauso funktioniert. Aber ich vermute mal schon, oder? Ja, das ist auch ein Knopf. Gleiche Technik. Ja, weil die Mama sucht noch was, wo man vielleicht ein bisschen Druck regulieren kann, weil da ist ganz schön viel Druck drauf. Das, manche mögen es, manche mögen es halt nicht. Hier ist der Schalter nur schwarz. Ach, hier ist der schwarze Schalter. Die Mama hat vor uns gesagt, drück bloß nicht den roten Schalter, das ist der Notschalter. Ich sage, ganz oben an der Dusche. Die Kinder haben natürlich sofort den Spielplatz entdeckt hier. Gucken wir mal. Im Prinzip ist das ja hier kein Campingplatz, um hier zu stehen und auszuruhen. Der Campingplatz ist eben Teil zum Anfahren, damit man dann halt von hier aus
Wanderungen oder irgendwelche Expeditionen macht. Wir wollen halt, also für uns war es jetzt einfach auf der Reise, wir wollten noch nicht wieder runter ans Meer direkt, sondern wir wollten nochmal in die Berge. Und ja, hier ist der Pool. Wir wollen ganz gerne morgen weiter vorne uns den schiefen Turm von Pisa anschauen. Ja, das mit dem Pool ist schön gelöst. Hier gibt es nämlich einen Pool für die Kleinen und einen Pool für die Großen. Das ist ja schon mal ganz nett. Und weiter unten dürfen auch noch Camper stehen, haben wir gesehen. Da stehen nämlich noch Fahrzeuge. Das heißt, im Prinzip ist hier schon, hat sie uns zwar nicht zur Auswahl gegeben, aber wahrscheinlich kann man ja irgendwie stehen, wo man will, wenn man das, ne? Hier haben wir noch eine zweite Grillstation gefunden. Ja, mit Feuerlöscher. Hier ist der Grill und das hier ist eine Art Ofen. Ja, für, wahrscheinlich backen die ja dann irgendwann mal Brot eventuell. Weiß nicht. Pizza. Oder Pizza, ja genau. Das ist wahrscheinlich ein Pizzaofen. Nee, da ist Holz drin, ja. Und hier kommt dann. Ja, hier kommt dann Pizza rein und los geht's. Das ist super. Vielleicht gibt es die heute Abend doch aus dem Ofen, das kann man nicht vorstellen. So, ja, hier wird noch vom Papa, nehme ich mal an, oder vom Opa, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der Opa oder der Papa war, wird hier noch die Pizza selber gemacht auf dem Campingplatz. Die sieht auf alle Fälle sehr, sehr, sehr lecker aus. Das wollten wir mal noch erwähnen für diesen Campingplatz. Ja, hier unten haben wir nur noch ein Häuschen gefunden. Das ist ganz schön groß, der Platz hier. Also ich glaube, um Platz muss man sich hier keine Sorgen machen. Ja, die Roman hat kurz geguckt und hier. Also dieses Duschsystem funktioniert immer wie ein Notschalter. Ja, also das geht scheinbar hier noch irre weit rein. Ja, ich glaube, das sind jetzt aber wirklich hier die letzten Toiletten, würde ich mal vermuten. Und ja, dann würden wir mal sagen, wir haben alles gesehen. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, nachher fliege ich noch mal ganz kurz mit der Drohne drüber. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und hier oben stehen noch schicke neue Mobile Homes von Bürstner. Also wenn man so drüber geht, denkt man immer, ja vielleicht haben die auch kein Geld. Hier ist ja gar nicht so viel los. Aber hier muss es ja Zeiten geben. Aber oder vielleicht für die Olivenernte, dass dann hier echt viel los ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber das ist hier. Aber, mitten in der Plantage drin, ja. Und die ist so richtig schick eigentlich.